Guten Morgen. Ich bin hier gerade beim Ausbau von meinem Auto und da kam mir ein Gedanke, ein sehr interessanter Gedanke, weil wir ganz häufig uns darüber aufregen, dass wir in Deutschland in einem bürokratieverseuchten Land leben. Und diese ganze Regelwut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und es kommt auf was vielleicht auch mich zu, was mit dem Auto zusammenhängt, was mit der Regelwut und so weiter auch zusammenhängt. Das ist nämlich eine TÜV-Abnahme für verschiedene Dinge, die ich tue. Und da bin ich auch sehr gespannt. Generell erstmal, wie sieht es aus mit dem Auto? Also ihr seht hier hinten, die Liegefläche ist jetzt quasi fertig. Und ja, jetzt mache ich etwas, was durchaus, naja, ich sag mal, mutig ist. Zumindest wenn es um den TÜV geht. Und ich zeige euch das mal. Ja, also ihr seht, das wird hier so eine Art grüner Teppich. Und naja, so ein grüner Teppich, ja, das muss halt abgenommen werden, weil das könnte ja sein, dass es irgendwie sicherheitstechnisch in irgendeiner Weise, na, keine Ahnung, irgendwas passiert. Ich mache das natürlich so, dass alle Instrumente frei sind, dass die Airbags frei sind und ja, eigentlich das nur was ganz Normales ist, eine Deko-Sache. Allerdings kenne ich jemanden, der gesagt hat, du musst damit zum TÜV. Ob ich das mache, ist eine ganz andere Sache, aber ich werde wahrscheinlich, ja, zumindest bei der nächsten TÜV-Prüfung ja sowieso dem unterliegen und von daher werde ich einfach, damit die Zulassung sozusagen nicht erlischt, das dann auch abnehmen lassen. Der Gedanke, worum es mir geht, ist aber ein anderer. Und zwar, wir regen uns sehr häufig darüber auf, über diese Regeln. Auch ich sage jetzt, boah, in anderen Ländern, da kannst du irgendwas drauf, brauchst du nicht mal einen TÜV und da kannst du fahren. Aber all die Regeln, die wir in Deutschland haben, all die Regeln, die haben irgendwo einen Sinn. Auch wenn sie sich anfühlen, als würde das Individuum, also ich, würde jetzt drangsaliert werden und es ist überhaupt nicht notwendig, ist es eine Regel, die Sinn macht, weil wir leben in einer Gesellschaft und in einer Gesellschaft muss es Kompromisse geben. Es gibt Menschen, die sind halt nicht so bedacht und würden vielleicht sogar ein Airbag zukleben und würden vielleicht andere Dinge am Auto tun, die vielleicht gefährlich sind. Und für diese Menschen es ist wichtig, dass es eine TÜV-Abnahme gibt und dass diesen Menschen dann gesagt wird, hey, pass auf, das ist nicht cool, das ist gefährlich, so können wir dich nicht rumfahren lassen. Und das ist halt eben genau das in der Gesellschaft, was wir immer wieder vergessen. Wir sehen uns als Individuum. Jeder Mensch, den wir hier rumlaufen sehen, das ist ein Individuum, der hat seine eigene Welt und fühlt sich bedroht oder belästigt von Regeln. Aber letztlich, in einer Gesellschaft muss es Regeln geben, damit wir zusammenleben können. Und da gibt es ganz verschiedene Arten von Menschen. Der eine fühlt sich durch das belästigt, der andere durch das belästigt. Und wenn wir, und das ist eine freie Entscheidung, zumindest nachdem wir 18 sind, weiter in diesem Land leben, in Deutschland, dann müssen wir eine Art Gesellschaftsvertrag abschließen. Wir müssen das akzeptieren, was im bürgerlichen Gesetzbuch steht, was in den ganzen Gesetzen drin steht, was es an Regeln gibt. Und ja, wir haben ja die freie Wahl. Und entsprechend sollte man dann nicht in ein negatives Mindset gehen und sich unter Druck gesetzt fühlen und undankbar sein, gerade hier in Deutschland. Ich habe schon unzählige Videos dazu gemacht, wie dankbar wir eigentlich sein dürfen, hier in Deutschland zu leben. Sondern es geht dann darum, dass man innerhalb dieses Gesellschaftsvertrages die größtmögliche individuelle Freiheit entfalten lässt und sich darüber freut, dass man das tun kann. Denn individuelle Freiheit ist ein ganz, ganz hohes Gut. Und es tut mir ein bisschen weh, wenn ich in YouTube oder in Facebook umherstreife und so viele Menschen der Annahme verfallen sehe, dass die böse Regierung, die böse Wirtschaft und die Menschen nicht realisieren, dass die Wirtschaft und die Politik, dass das Menschen sind, die dahinter stehen, mit auch individuellen Interessen und dass alles von Menschen generiert ist. Und wenn wir Liebe aussenden,
wenn wir respektvoll miteinander umgehen, wenn wir eine andere Meinung akzeptieren und nicht die unsere auf ihn draufdrücken wollen, wir würden genauso reagieren wie er dann, egal was das für eine gute Meinung ist, wir würden erstmal in eine Abwehrhaltung gehen und würden unsere Instrumentarien der Abwendung von Gewalt, psychischer Gewalt, auch einsetzen. Und genau das tun die Menschen auch. Das kann süffisanter Humor sein, das muss nicht immer einer aufs Maul sein. Ne? Und dadurch fühlt sich dann der andere getriggert und dann ist das so ein Kreislauf. Wenn wir aber respektvoll mit den Menschen umgehen und auch mit der Gesellschaft und auch mit dem Konsens der Gesellschaft und unsere Regierung ist ein Konsens der Gesellschaft von all den Dingen, wenn wir uns da nicht negativ beeinflussen lassen und selektiv uns als Opfer darstellen, dann ist die Lebensqualität eine wundervolle. Ich sitze hier in dem Auto, bin frei, es ist hier nirgendwo Krieg, ich leide keinen Hunger, ich kann das tun, was ich möchte, ich kann Menschen inspirieren, ich kann die Liebe leben. Ich baue mir hier ein Auto zusammen, hoffentlich hält's. Wenn es nicht hält, dann schade, dann muss ich wieder 3 Jahre sparen, um vielleicht wieder ein Auto zu kaufen. Mal sehen, es gibt so viele schöne Dinge auf der Erde. Jeder kennt das Gefühl, wunschlos glücklich zu sein, ohne dass man gerade was hat, sondern weil man gerade so dieses Gefühl hat. Und das gilt es zu erreichen. Und das erreicht man mit Akzeptanz, mit Respekt. Und nicht mit sich darüber aufregen und sich echauffieren. Man kann es auch erreichen, indem man etwas tut. Engagement, das ist was Positives, Aktivität, kann man tun, natürlich. Man muss nicht lächelnd in irgendeiner Ecke sitzen und glücklich sein, wenn man den Drang hat, etwas zu verändern, dann sollte man das auch tun, aber respektvoll, wirklich respektvoll. Und in diesem Sinne möchte ich euch aus meinem ja, immer weiter wachsenden Auto oder ja, anders aussehenden Auto, als es ursprünglich war, möchte mich verabschieden und euch in den Tag hinausschicken mit einem Lächeln und mit einem Ich liebe euch.